Herr Hagemann, dieses Jahr findet ja wieder die Edelstein- und Mineralbörse statt. Die wievielte Ausstellung ist es dieses Jahr und wann geht's los? Es ist inzwischen schon die 35. Ausstellung dieser Art in Ennepetal und dieses Jahr wird es am 3. und 4. November soweit sein. Ist so eine Mineralienmesse nur was für Kenner, Spezialisten oder ist es auch was für Familien und Interessierte? Nein, es ist durchaus nicht nur für Spezialisten und Kenner, sondern gerade für Familien mit Kindern wird viel angeboten, wie Edelsteine schürfen oder Geoden schneiden. Es gibt spezielle Kindervorträge und außerdem sind Kinder bis 12 Jahre auch vom Eintritt befreit. Es gibt Familienkarten, also wir versuchen für die Nachwuchsförderung einiges zu tun. Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Sonderschau. Was gibt es dieses Mal Besonderes? Ja, diesmal ist die Sonderschau aufgeteilt. Wir haben ja drei große Vitrinen und wir haben drei interessante Themen. Einmal zum Thema Mineralien wird ein Sammler Edelsteine und Mineralien aus der Idar-Obersteiner Region vorstellen. In der zweiten Vitrine wird es sogenannte lebende Fossilien geben, die auch ein Sammler aus Norddeutschland mitbringt. Und in der dritten Vitrine werde ich selbst dekorieren, und zwar einen seltenen Edelstein aus Grönland, den Numit. Ja, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der nächsten Messe. Und wir von der ENAktuell verlosen natürlich auch wieder Karten. Also schön bei Facebook vorbeischauen.